Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. In diesem Video geht es darum, dass ich mich zeige. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns einfach nach dem Intro wieder. Viel Spaß! So, sind jetzt hier nach dem Intro und genau, ich hatte jetzt schon ein paar Aufnahmeversuche, aber es hat immer geleckt und jetzt benutze ich einfach das normale OBS anstatt das Streamlabs OBS. Wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede, nicht schlimm, nur ja, es hat ein bisschen abgefuckt, weil es irgendwie die ganze Zeit geleckt hat. Das war irgendwie so ein kleiner Bug und ich hoffe, es geht jetzt wieder besser. Genau. Ja, deswegen nehme ich das Ganze hier schon ein bisschen öfters auf und deswegen kann es auch sein, dass ich mich jetzt auch öfters verspreche, weil ich jetzt schon ein bisschen länger am Stück rede. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm, aber naja. Heute wieder Oldschool Minecraft am Start, Leute, sprich Uncut, Minecraft einfach ein bisschen drauf loslabern, ein bisschen Jump-Run-Action hier gerade, den Timolia Adventskalender einfach mal, ja, Türchen 21. Ich nehme das Ganze ja auch am 21.12. gerade auf. Ich denke mal, es wird auch irgendwie am 22. oder so dann kommen, also noch vor Weihnachten hoffentlich und genau. Das dazu, Leute. In diesem Video geht es darum, dass ich mich zeige. Deswegen bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Ihr werdet auf jeden Fall sehen, wie ich aussehe. Und macht da aber kein großes Thema draus. Warum, werde ich gleich sagen. Ja, erstmal natürlich, wir müssen natürlich von Anfang an anfangen. Und zwar geht es darum, dass ich ja den 12-Stunden-Stream gemacht habe mit dem lieben Dominik. Das habe ich ja im letzten Video angekündigt. Wer nicht weiß, wer Dominik ist, ganz kurz zusammengefasst, eigentlich müsste es aber jeder aktive Zuschauer wissen. Ja, ist halt eben ein Kumpel, den ich schon übers Internet seit 3 Jahren oder so kenne, so seit Anfang meiner Minecraft-Zeit auf YouTube und auch privat. Seit Anfang der Minecraft-Zeit eben und das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Und wir haben uns eben dieses Jahr das erste Mal auf der Gamescom im Real Life getroffen und sind seitdem auch nochmal in dem Moviepark und so und haben nochmal uns seitdem 2-3 Mal getroffen um den Dreh. Genau, und wollten dann halt eben auch am 15.12. den 12-Stunden-Stream machen, haben wir auch gemacht. Ich bin halt zu ihm gekommen und ich habe ja in dem Video gesagt, dass ich 6 Stunden streame und Dominik die kompletten 12 und ich streame halt nur die ersten 12. Er macht das Ganze auf Twitch, auf seinem Twitch-Kanal, ich mache das Ganze auf meinem YouTube-Kanal. Haben wir auch so gemacht. Letztendlich war es nur so, das wollte ich nochmal kurz vorab sagen, ich habe 2,5 Stunden oder 1,5 Stunden vorher aufgehört zu streamen, weil ich gewisse Probleme mit dem Monitor hatte. Ich habe nicht meinen eigenen mitgenommen und hatte dann nur einen von Dominik, der kein Full HD konnte. Sprich, damit gab es Probleme, dann gab es damit Probleme, dass mein PC mehrmals abgestürzt ist, 2 Mal oder so. Dann ist das LAN-Kabel öfters rausgegangen, der Stream ist abgekackt und letztendlich hatten die Zuschauer dann natürlich nicht mehr so viel Bock darauf und was ich auch verstehen kann. Und dann habe ich gesagt, yo, es macht keinen Sinn mehr, mir hat es dann auch einfach keinen Spaß mehr gemacht, weil wenn man die ganze Zeit nur Probleme mit dem Stream hat, dann macht es irgendwann auch keinen Spaß mehr. Und dann habe ich mir die Entscheidung getroffen, yo, ich höre jetzt vorher auf zu streamen, habe das Ganze dann auf Twitter geteilt, ja, auf Dings. Im Stream-Chat habe ich das Ganze nochmal geteilt und so und habe dann gesagt, yo, schaut bei Dominik weiter zu, wir streamen jetzt dort weiter und ich mache meinen Stream schon mal aus. Und im Nachhinein war es auch eine extrem gute Entscheidung, weil ab diesem Moment hatte ich mega viel Spaß beim Streamen. Also das hat mir dann mega viel Bock wieder gemacht und es war auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und deswegen war es auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Entscheidung. An alle Leute, die es nicht mitbekommen haben, da tut es mir natürlich leid, aber wir haben ja sowieso schon von vornherein gesagt, dass ich eh nur 6 Stunden streame. Und wenn ihr euch dann gewundert hättet, warum ich schon, ja, mein Stream schon ein bisschen vorher ausmache, dann hättet ihr einfach bei Dominik vorbeischauen können auf dem Twitch-Kanal und hättet dann den Grund erfahren sozusagen. Also das müsste da auf jeden Fall kein Problem gewesen sein. Genau, also ich denke mal, da müsste es eigentlich jeder erfahren haben und spätestens nach den 6 Stunden hättet ihr ja sowieso bei Dominik vorbeigeschaut, wenn es euch interessiert hätte und von daher, ja, war das, denke ich mal, nicht so schlimm. Genau, und ja, Leute, jetzt kommen wir eigentlich auch schon zum Thema. Dominik hat ja sowieso eine Facecam, der hat ja dieses Cam-Link sich gekauft, womit er eben, ja, zum Beispiel eine Konsole aufnehmen kann, eine Nintendo Switch aufnehmen kann, aber eben auch seine Kamera, seine normale Kamera aufnehmen kann und diese dann als Facecam benutzen kann. Und deswegen hat er auch schon, ja, vor ein, zwei Streams davor, ich kann nicht mehr reden, hat er auch schon mal Facecam gemacht. Man weiß generell auch, wie er aussieht, weil er, ja, sich schon mal generell auf seinem Kanal, glaube ich, irgendwo mal gezeigt hat in irgendeinem Video. Hat damit aber jetzt auch kein großes Thema draus gemacht, nur, ja, man wusste halt eben schon, ja, irgendwie seit Mitte dieses Jahres, wie er aussieht. Und ja, dann, ja, hat er eben halt auch Facecam gemacht zwischendurch mal, wo ich halt auch noch am Stream war und, dann, als ich halt aufgehört habe zu streamen, haben wir halt Switch gespielt und man kann halt nur entweder Switch, also entweder eine Konsole aufnehmen oder die Kamera aufnehmen. Es geht nicht beides gleichzeitig. Sprich, dazu haben wir dann natürlich die Facecam ausgemacht, haben dann ein bisschen Switch gespielt, was auch extrem gut ankam, was ich auch extrem cool fand, weil, ja, es ist einfach eine coole Sache. Nintendo Games sind einfach super geil und wenn das dann gut ankommt, dann freut das natürlich noch umso mehr und, ja, mich würde es natürlich freuen, wenn bei euch das Interesse an Nintendo Games auch, ja, ein bisschen am Start ist, weil das sind einfach coole Spiele, auch wenn ihr selber vielleicht keinen Switch habt.
Allein das Zuschauen ist cool. Und natürlich auch das selber spielen, also das ist echt geil. Und ja, das haben wir halt dann eben auch gemacht, hat extrem viel Spaß gemacht. Irgendwann gab es dann halt Essen. Und dann haben wir halt gegessen, haben dann nebenbei so ein paar YouTube-Videos laufen lassen, damit wir hier nicht die ganze Zeit nur irgendwie nichts tun, also die ganze Zeit irgendwie ein Bild eingeblendet haben und dann nur darüber labern. Dachten wir, yo, machen wir im Hintergrund noch mal ein paar Videos an und reacten da so ein bisschen drauf, während wir essen, weil gleichzeitig zocken können wir natürlich nicht. Und das haben wir dann auch gemacht und ja, ich habe dann irgendwann mich dazu entschlossen, yo, Dominik, mach doch einfach die Facecam an, wenn wir jetzt schon reacten, dann richtig. Und ja, nachdem wir dann gegessen haben, haben wir dann einfach die Facecam angemacht und man hat mich dann sozusagen das erste Mal gesehen im Internet so. Was jetzt aber nicht ganz stimmt, dazu komme ich aber auch gleich noch, weil man hat mich schon mal woanders gesehen. Das werde ich aber gleich nochmal erwähnen. Genau, und das war halt eben so die Sache. Ich habe ja auch schon in meinem letzten Video erwähnt, dass Dominik mit Facecam streamt und dass ich vielleicht mal irgendwie was Dummes mit der Facecam mache, vielleicht mal mit Maske da reinspringe, vielleicht auch sogar ohne Maske mal in die Facecam gehe. Da habe ich aber dann gesagt, erwartet das nicht. Also ich denke mal, ich werde eher mich nicht zeigen, habe ich in dem Video noch gesagt. Das hat sich später dann als falsch herausgestellt. Ich habe es dann doch gemacht und habe mich dann doch gezeigt. Und es war auf jeden Fall eine ganz coole Sache, weil einige Leute mich dann gesehen haben, die auch Zuschauer von mir sind halt oder die ich halt auch so kenne. Die haben mich dann zum ersten Mal sozusagen im Stream gesehen. Aber es ist jetzt auch wurde auch kein großes Thema draus gemacht. Also klar, es haben Leute mal zwischendurch das reingeschrieben und so, aber es wird jetzt kein großes Thema rausgemacht. Und das fand ich auf jeden Fall auch cool und ich will da auch kein großes Thema draus machen. Jetzt fragen sich vielleicht Leute, yo, warum machst du dann dieses Video und nennst den Titel auch noch so von wegen ich zeige mich und so. Das ist natürlich ein bisschen unklug, aber ich will das einfach jetzt eben als Video so stehen haben, dass ihr Bescheid wisst, yo, ich sehe so aus. Und yo, ich habe mich schon mal im Internet gezeigt und wenn ich dann irgendwann mich dazu entschließe, vielleicht mal irgendwie ein Facecam-Video zu machen, ein Facecam-Stream zu machen oder irgendwie mal einen Vlog zu machen, wo ich mich zwischendurch zeige oder man mich irgendwo auch random irgendwo mal sieht, damit ihr euch da nicht wundert und sagt, yo, wieso zeigt er sich auf einmal? Dass ihr jetzt wisst, yo, ich habe mich schon gezeigt, man weiß, wie ich aussehe und wie gesagt, wenn da mal irgendwann ein Video kommt, ich werde da kein großes Thema mehr draus machen. Vielleicht werde ich noch in den ersten Videos, wenn ich mal Facecam machen sollte, in Klammern schreiben, Facecam oder in den ersten Streams vielleicht noch Facecam in den Titel schreiben. Aber ich werde da jetzt nicht groß, ich zeige mich oder so hinschreiben, also das auf jeden Fall nicht. Nur, dass ihr dann Bescheid wisst, yo, dass, man weiß jetzt, wie ich aussehe, ich habe mich schon gezeigt und so weiter und so fort. Genau, jetzt nochmal für euch, damit ihr euch das nochmal ansehen könnt, wenn ihr vielleicht nicht beim Stream am Start wart. Ich werde euch einen Link in die Videobeschreibung packen. Das ist der Link zu dem Stream, der ist eben noch auf Dominiks Twitch-Account online. Dort könnt ihr mir auf jeden Fall auch gerne mal ein Follow dalassen, dafür, dass ich auf jeden Fall bei ihm am Start sein durfte. Gerne mal ein Follow dalassen und, Dann könnt ihr einfach mal ein bisschen durch den Stream durchskippen, wenn ihr am PC seid. Seht ihr ja sowieso immer, wenn ihr mit dem Maus da drüber geht, so kleine Vorschaubilder. Und irgendwo haben wir dann die Facecam angemacht. Der Stream ist generell in zwei Teile gesplittet. Ich werde euch den zweiten Teil eben, wo wir die Facecam angemacht haben, reintun, weil der Stream einmal zwischendurch abgekackt ist. Deswegen wird es in zwei Teilen gespeichert, der Stream. Aber ist ja auch egal. Ihr müsst dann halt ein bisschen durchskippen und irgendwann dann komplett die Facecam so. Und dann seht ihr halt, wie ich aussehe. Dann macht aber jetzt kein großes Ding draus. Dann ist es jetzt einfach so. Und juckt ja eigentlich nicht, wie man aussieht. Nur es bietet halt für mich jetzt mehr Möglichkeiten. Jetzt erstmal nochmal zu der Sache, warum es nicht ganz stimmt, warum man mich schon mal irgendwo gesehen hat. Und zwar, Leute, das hat aber so gut wie niemand gesehen. Das waren halt so das würden halt nur die wirklich unbedingt wissen wollen, wie ich aussehe. Die hätten es vielleicht noch herausgefunden, aber da war jetzt niemand so am Start. Und zwar war ich auf dem Community-Treffen von DuggyLP. DuggyLP ist bekanntlich mein Lieblings-YouTuber, der hat ja auch die DA, eine extrem coole Community. Und ich war da eben auf dem Community-Treffen. Haben wir zusammen Fantastic Beasts 2 im Kino angeschaut und da hat er auch einen Vlog gemacht mit dem Kameramann und so und da war ich halt eben auch im Vlog zu sehen zwischendurch, also schon relativ groß, also ich war da sehr groß in einer Szene war ich sehr groß im Vlog zu sehen, kann sein, dass ich zwischendurch auch noch mal im Vlog zu sehen war, aber bei einer bestimmten Stelle kann ich jetzt ja auch einfach im Video sagen, bei Minute 22 oder so, da war ich sehr groß im Vlog zu sehen kurz. Und deswegen, man wusste da schon, wie ich aussehe, weil auch einige Freunde von mir, die wissen, wie ich aussehe, beispielsweise Dominik oder andere Leute von ihm, die schon wissen, wie ich aussehe, weil ich die auf der Gamescom getroffen habe, die haben das auch schon ein, zwei Leuten oder so gesagt, yo, bei Minute so und so, da ist er. Also es wussten schon einige, wie ich aussehe, anhand dieses Vlogs eben. Auf Twitter wurde auch schon in der DA ein bisschen geschrieben, also wer bei mir auf Twitter aktiv ist oder wer vielleicht auch in der DA ist, der hat sowieso vielleicht schon herausgefunden, wer das unbedingt herausfinden wollte. Auf einen Tweet von jemand anderem
wurde dann auch ein Foto gepostet, wo ich drauf war, wo dann auch ja nochmal bekannt gemacht wurde, dass ich da drauf bin. Eben aber nur als Antwort-Tweet, das heißt, den hat man auch nicht so gut gesehen. Natürlich auch nur mit meinem Einverständnis, ist klar. Und genau, da habe ich auch sowieso gesagt, yo, poste einfach, ist mir egal. Und da wurde dann halt auch gesagt, yo, wurde ich halt auch auf dem Bild markiert so. Und genau, also dahingehend wusste man schon, wie ich aussehe. Klar ist, es war ein bisschen schwer zu finden, aber ich war sowieso schon im Internet dahingehend präsent. Genau, also dass ihr da Bescheid wisst. Ja, und dann habe ich mich jetzt eben dazu entschlossen, mich einfach zu zeigen in der Facecam, random im Stream. Und nur, dass ihr jetzt durch dieses Video Bescheid wisst, yo, ich habe mich gezeigt und alles ist easy, kein großes Thema draus machen. Und genau, jetzt bietet das für mich natürlich mehr Möglichkeiten. Im Stream wurde gesagt, yo, ich möchte jetzt, dass du ein bisschen Facecam machst von ein paar Zuschauern. Und wenn ihr das wirklich wollt, dann schreibt es mal rein. Ich habe nämlich einen Klassenkamerad, der hat eine Facecam, die er nie benutzt. Vielleicht kann ich die erstmal ausleihen für den Anfang und vielleicht dann noch abkaufen. Ist jetzt keine krasse Kamera so. Ist jetzt keine Kamera, die ich irgendwie am PC anschließe, wie Dominik das mit seiner Camlink macht. Sondern es ist einfach eine ganz normale Webcam dann halt. Aber für die ersten Sachen reicht es halt aus. Vor allem, weil es eben auch eine Cam ist, die man eh nur in die Ecke irgendwo packt so. Ich habe zwar nicht die beste Beleuchtung in meinem Zimmer, aber ja, tagsüber sollte es gehen. Und ansonsten, wenn ich sehe, yo, das wollt ihr, dann werde ich vielleicht mir auch eine Softbox kaufen und vielleicht auch noch eine bessere Kamera mir holen. Aber ich muss erstmal abwarten, wie die Kamera so ist. Und vielleicht geht die auch für die ersten Monate oder vielleicht sogar Jahre, keine Ahnung. Ja, deswegen, das dazu. Genau, also falls ihr das wollt, schreibt es gerne rein. Dahingehend habe ich dann natürlich mehr Möglichkeiten. In Streams macht es am meisten Sinn. In Videos kann man das auch machen, aber in Streams finde ich das am coolsten. Und deswegen, wenn ihr das sehen wollt, mache ich das vielleicht mal, vor allem in Streams, aber vielleicht auch mal in Videos. Genau, aber nur, dass ihr daraus kein großes Thema mehr macht. Ihr wisst jetzt Bescheid, so, ihr habt vielleicht den Stream-Ausschnitt jetzt schon gesehen und wisst dann jetzt Bescheid und alles ist gut, so. Also, mehr muss man daraus jetzt nicht machen. Ein größeres Thema muss man daraus jetzt nicht machen. Nur, dass ihr da jetzt eben Bescheid wisst, genau. Ja, was gibt's sonst noch so zu sagen? Ja, ich habe noch mehr Möglichkeiten. Es kommt ja bald nächstes Jahr das Spiel Harry Potter Wizards Unite raus. Das ist sozusagen Pokémon Go, bloß mit Harry Potter, auch von denselben Entwicklern. Und ich bin ein großer Potterhead und Gamer. Und weil irgendwie nie Harry Potter Games rauskommen, ist es natürlich umso cooler, wenn man ein neues Harry Potter Game rauskommt, was man vielleicht auch längerfristig spielen kann. Und deswegen, ja, freue ich mich extrem auf das Spiel. Und ich habe überlegt, dass ich auch vielleicht so Vlog-Let's Plays mache. Das, ja, ich denke mal, vielleicht kennt ihr noch diese Pokémon Go-YouTuber. Sowas in dem Stil, so Vlog-Let's Plays, hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Nur ich weiß nicht, wie es ist, in der Öffentlichkeit zu filmen, da bin ich nicht so der Typ für. Aber vielleicht, Leute, vielleicht mache ich das mal. Also schreibt mal gerne rein, ob ihr das sehen wollt. Und ansonsten eben, ich gehe mal kurz hier noch rein, um mein Thema abzuschließen. Ansonsten eben, ja, habe ich halt auch eben mehr Möglichkeiten, wenn ich mal mich irgendwo zeige, wenn man mich mal irgendwo durch Zufall sieht oder ich vielleicht auch mal ein Bild auf Twitter poste, weil ich gerade Bock drauf habe einfach, dass ihr da nicht, ja, euch erschreckt so von wegen, yo, ja, das bist du, oh mein Gott, so, sondern ihr wisst es jetzt, dass ich mich gezeigt habe und gut ist, da muss man jetzt kein großes Thema mehr draus machen und ja, eben das ist so mein Ziel mit dem ganzen Video hier. Und wie gesagt, ich habe da auf jeden Fall einige Möglichkeiten. Ich bin ein YouTuber, der nur Videos hochlädt, wenn er Bock drauf hat. Gern könnt ihr aber natürlich auch Ideen zu Videos reinschreiben. Generell, wenn ich mich jetzt zeige, was euch dann vielleicht auch für Ideen rein einfallen, weil ich mich jetzt eben gezeigt habe, was ihr da vielleicht so sehen wollt. Und wenn ich dann Ideen von euch habe und ihr vielleicht auch ein bisschen Support, ja, in Form von vielleicht, ja, Abo, Like, Kommentar, was auch immer, wenn ihr dahingehend irgendwie Support da lasst und mir coole Ideen reinschreibt, auch jetzt vielleicht eben, wie gesagt, mit dem Hintergrund, dass ich mich gezeigt habe, aber auch gerne ohne diesen Hintergrund, dann ja, dann habe ich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Bock auf gewisse Videos, wenn ich irgendwie genaue Ideen habe und wenn ich irgendwie, ja, den Support halt habe. Deswegen, ja, schreibt es gerne rein und ja, wenn euch das gefällt, dass ich so ein YouTuber bin, der irgendwie nur was macht, wenn er Bock drauf hat, dann könnt ihr natürlich, wie gesagt, sehr, sehr gerne Support da lassen. Genau, das würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und ja, nur, dass ihr jetzt Bescheid wisst, es öffnen sich da auf jeden Fall ziemlich coole Möglichkeiten durch. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, ja, inwiefern ich, also wann ich das nächste Video mache, was ich da so mache und so. Wie gesagt, ich habe jetzt nach diesem Stream noch nichts von diesen Möglichkeiten, die sich dadurch eröffnen, genutzt. Aber, ja, vielleicht, ja, kommt mir mal bald was in Zukunft. Wie gesagt, also ich musste eigentlich nur den Klassenkamerad fragen, ob ich die Cam haben kann. Dann habe ich eine Cam und dann könnte ich das jederzeit machen. Hätte zwar am Anfang nicht die beste Qualität, weil ich mich damit ja auch nicht auskenne, aber, ja, dann, könnte ich zumindest schon mal, ja, das erste Mal damit irgendwie streamen oder aufnehmen und so und einfach mal versuchen, wie es so ist.
Auch wenn ich nicht der Typ bin, der sich vor die Kamera stellt oder so. Deswegen, ich werde auch nie ein Video machen, nochmal, wo ich groß in der Titel schreibe, ich zeige mich und dann einfach irgendwie mich vor die Cam setze und laber. In Vlogs geht's vielleicht noch, aber so 10 Minuten lang oder so nur in die Kamera labern und nichts nebenbei machen, wie zum Beispiel zocken oder so, dafür bin ich dann nicht der Typ. Das heißt, so Challenge-Videos oder so werde ich wahrscheinlich nicht machen. Entweder irgendwie sowas in Richtung Vlog oder eben, ja, Facecam halt in dem Sinne. Genau, deswegen, also das dazu. Aber man kann jetzt halt auch eben gewisse Reaction-Sachen machen, wenn irgendwie was Krasses rauskommt, worauf ich mich mega hype, dann kann man natürlich auch mal sagen, yo, ich mache jetzt eine Reaction, was ohne Facecam ein bisschen lame wäre, beziehungsweise, ja, sehr schwierig wäre, unterhaltsam umzusetzen. Das ist jetzt mit Facecam dann natürlich besser und einfacher und cooler. Und, genau, also, ja, mal schauen, ich weiß es nicht, mal schauen, ja, aber das auf jeden Fall dazu, also, genau, dass ihr da jetzt Bescheid wisst und, ja, das wäre es eigentlich so. Ich habe mich jetzt mehrfach versprochen, wie gesagt, wegen diesen mehreren Aufnahmeversuchen und natürlich wieder Uncut Minecraft, ein bisschen ungewohnt, aber naja. Ja, ich würde sagen, dann beenden wir jetzt hier das Video, lasst gerne ein Like, damit es euch gefallen hat, gerne ein Abo und natürlich eure Meinung dazu in die Kommentare und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein, wir sehen uns hoffentlich bald wieder, wenn ich wieder irgendwie eine Idee habe und wieder Lust habe und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao. I'm not gonna be mine.